Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin. Ja, das war natürlich ein erwartungsgemäßer Verlauf, was hier die Positionierung der Großen Koalition angeht. Sie erkennen das Problem, ja, aber nein, Sie wollen lieber nicht regulierend eingreifen. Nein, man könnte sich ja die Finger dran verbrennen. Es soll also nach Ihrem Wille weiterhin das Tor weit aufgehalten werden für die Kräfte, die an Spekulationsgewinnen interessiert sind, die aber nicht an einer gesunden Agrarstruktur interessiert sind. Es soll also weiterhin hingenommen werden, dass an den Regelungen des Grundstückverkehrsgesetzes vorbei die Ziele nicht erreicht werden, nämlich die Gefahren für die Agrarstruktur abzuwehren, die Sicherung der Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe, die Sicherung des ländlichen Raums und der Schutz von Umwelt und Natur. Das alles wollen Sie offensichtlich nicht. Wenn man noch einmal in die Zusammenfassung des Abschlussberichtes der Bund-Länder-Kommission, Bund-Länder-AG zum Bodenmarkt reingucken, da wird ausdrücklich mehrheitlich empfohlen, die Schaffung einer Versagensmöglichkeit im Hinblick auf zu hohe Eigentumskonzentration, das finden Sie in unserem Gesetzentwurf, Einführung einer Genehmigungspflicht für die Veräußerung von Anteilen an Gesellschaften mit landwirtschaftlichem Grundgesetz, das finden Sie in unserem Gesetzentwurf, die Etablierung des Preismissbrauchsregel, der Preismissbrauchsregel als eigenständiger Versagungsgrund, Ausweitung des Verkaufsrechts zugunsten der Siedlungsunternehmen, das finden Sie in unserem Gesetzentwurf, um nur einige Punkte zu nennen. Meine Damen und Herren von SPD und CDU, Sie lassen den Akteuren im Landgrabbing die Zügel los und verweigern sich einer sachlichen Diskussion des Problems. Das bedauern wir sehr. So hoffe ich nun nur noch auf die Vernunft des kommenden Landtages und auf den wachsenden Druck aus anderen Bundesländern. Natürlich hätten wir das gern im Ausschuss diskutieren können. Von April bis jetzt Anfang Juli wäre Zeit dafür gewesen. Wir hätten dort eine gemeinsame Meinungsbildung, einen gemeinsamen Meinungsbildungsprozess anstrengen können und eine angemessene Lösung finden können zu diesem Entwurf. Das ist schade. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat